Fortsetzung im Essay von Kai Armermeister. Aus psychoanalytischer Perspektive muss die Austreibung des Neurosebegriffs aus der Diagnostik allerdings nicht nur als ein Angriff auf eine weltanschaulich unliebsame Schule begriffen werden, sondern als ein Verlust nosografischer Substanz, die aus einer fatalen Verwechslung von Struktur und Symptom resultiert. Die Psychoanalyse beharrt darauf, dass aus wenigen psychischen Grundstrukturen eine Vielfalt von Syndromen hervorgehen kann, die sich nicht selten auch im klinischen Einzelfall im Verlauf der Lebensgeschichte und selbst der Therapie wandeln, ohne damit die Konstanz der basalen Struktur anzutasten. Fußnote. Ähnlich argumentiert Stavros Mentzos in seinem Standardwerk Neurotische Konfliktverarbeitung. Zitat: Das klinische Bild, die relativ oberflächliche Schicht der neurotischen Störung, wird direkt nicht etwa von dem zugrunde liegenden Konflikt beherrscht, sondern von den Reaktionen darauf. Mentzos 1984, Neurotische Konfliktverarbeitung, Einführung in die psychoanalytische Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuer Perspektiven, Frankfurt am Main, Seite 134. Mentzos Begriff der neurotischen Störung nähert ihn allerdings bereits den Standardwerken klinischer Klassifikation an. Fortsetzung im Text. Aus der Fluidität von Symptomen und deren Ballung zu Syndromen lässt sich somit keine Notwendigkeit neuer Krankheitsbilder ableiten. Manifeste Neurosen sind immer auch Modeerscheinungen. Es folgt wesentliche Bewegung psychoanalytischer Diagnostik, ist die von der deskriptiven und ordnenden Ebene der Symptome und deren Konstellationen hin zu der produktiven Ebene der psychischen Struktur.